Herzlich willkommen, Sequel-Freunde, zu einer neuen Folge von Im Fokus. Ich bin's Toxic und in der heutigen Folge stelle ich euch den schweren britischen Kreuzer Surrey auf Tierstufe 7 vor. Wer ein bisschen Glück hatte, konnte in der Version 090 einen dieser Kreuzer bis Tier 8 schon ziehen. Ansonsten ab der Version 091 waren die britischen Kreuzer für alle im Zugang erhältlich und zu erspielen. Ich hatte das Glück und habe die Surrey direkt in der Version 090 erhalten und bin dann schon entsprechend ein paar Runden gefahren und kann euch deswegen heute einen ersten Vorab-Eindruck von diesem Kreuzer geben. Und hier sind die Stats eingeblendet im Hintergrund für euch und die Besonderheiten vom Schiff, die folgen sofort. Und zwar haben wir hier einen relativ hohen AP-Schaden, das werden wir auch während des Gefechtes hier nochmal gut sehen. Dafür habt ihr aber eine geringe Feuerreichweite. Wenn ihr die Feuerleitanlage ausgebaut habt, kommt ihr hier auf 14,8 Kilometer. Das sind sie wirklich viel, gerade auch weil ihr in einem Match, wo ihr mit Tier 9 Schiffen gematcht werdet, da ziemlich unterlegen seid. Ihr habt einzeln abwerfbare Torpedos, und zwar 2x4er Werfer. Ihr habt eine Reparaturmannschaft, die 50% des Zitadellenschadens wiederherstellt. Das ist eine Besonderheit, weil normal sind eigentlich nur 10%. Das werdet ihr aber auch durchaus häufig brauchen, weil ich werde euch das nachher nochmal einmal zeigen und demonstrieren. Eure Panzerung ist nicht wirklich die beste hier auf diesen schweren britischen Kreuzern, wobei das schwer natürlich sich auf das Kaliber bezieht und nicht auf eure Panzerung. Des Weiteren könnt ihr auswählen zwischen Hydro- und defensiven Flakfeuer auf dem entsprechenden Slot. Ihr habt einen Reichweitenflieger, den werdet ihr auch tunlichst brauchen bei eurer Feuerreichweite. Und ihr habt als Ausgleich noch einen guten Tarnwert mit 9,74 Kilometern. So, wir sind hier schon direkt drin im Spiel. Wir führen hier auch so ein bisschen unsere linke Front an. Obwohl wir hier genug Schlachtschiffe haben mit 6 an der Anzahl, haben wir hier nur Kreuz auf der Seite. Das ist natürlich nicht so gut. Wir haben hier auch kein Spotting, da unser Zerstörer Ägle auf der anderen Seite unterwegs ist. Also spotten wir quasi hier für uns selber. Das kann natürlich auch ziemlich schnell ins Auge gehen. Da seht ihr auch schon eine Feature, die vor uns aufgeht. Deswegen müssen wir uns hier ein bisschen langsam erstmal voranbewegen und gucken, was hier vor uns wirklich auftaucht. Und der ist schon die Oma. Und wir haben AP drinne. Und deswegen schießen wir auch natürlich gleich mit AP auf die Oma. Und leider keinen Zitadellentreffer, obwohl sie ganz gut Breitseite hier steht. Und deswegen gleich nochmal ein zweites Mal drauf. In der Hoffnung, dass wir diesmal ein bisschen mehr Schaden machen. Dem ist aber auch wieder nicht so. Also ihr seht schon, die AP-Munition kann ja auch manchmal ein bisschen trollen, obwohl der Kreuzer hier also richtig gut Breitseite zu uns zeigt. Deswegen noch ein drittes Mal drauf. Und obwohl die Oma jetzt ein bisschen angewinkelt war, seht ihr, Doppelzitadellentreffer drauf. Aber das haben wir natürlich auch so die ganze Zeit forciert und gewollt. Und die Oma macht es auch natürlich uns etwas leicht, indem sie hier eigentlich ja ohne wirklichen Schutz von irgendwelchen Hinterleuten hier ziemlich offensiv reinfährt. Das sollte man natürlich so nicht tun. Kein Spotting vorne und trotzdem hier offensiv reinpushen. Und das wird natürlich bestraft und entsprechend wird das Schiff jetzt von uns hier rausgenommen. Ja, aufgrund der vorhin genannten Besonderheiten von der Survey muss ich sagen, ist der Spielstil hier bei den Kreuzern teilweise nicht ganz so einfach herauszukristallisieren gewesen, weil die geringe Feuerreichweite und der Tarnwert geben natürlich schon in etwa eure Spieldistanz vor, auf die man sich hier bewegen muss. Na, ihr habt eine niedrige Feuerreichweite von gerade mal 14,8 Kilometern, die oftmals natürlich sehr anstrengend ist, da gerade wenn man Low-Tier ist, ihr müsst nah an den Gegner rankommen, um zu schießen und trotzdem aufpassen, hier nicht ins Kreuzfeuer zu geraten, weil das kann echt böse ins Auge gehen. Die Nachladezeit von 12,5 Sekunden lässt euch auch nicht direkt als DD-Jäger zu. Also ihr könnt euch auch nicht zu nah an irgendwelche Caps hier ranbewegen und euch da als Zerstörerjäger irgendwo bewähren. Ihr müsst eigentlich hier geschickt eure Position wechseln und auch mal euch zugehen lassen, euren Tarnwert hier nutzen und wieder Abstand gewinnen, mit den Reichweitenfliegern arbeiten und dann vielleicht auch mal von hinten drauf schießen und damit den Gegner oder auch mal die Schlachtschiffe ein bisschen nerven, weil eure Brandwahrscheinlichkeit ist hier eigentlich ziemlich gut auf diesem Kreuzer. Das Beste ist eigentlich, wenn ihr euch hier irgendwo mit anderen Schiffen bewegt und als Unterstützer auf andere Kreuzer und Schlachtschiffe dient und eure gute Brandwahrscheinlichkeit und die starke AP ausnutzt auf geeignete Ziele. Wir haben es hier gerade bei der Oma gesehen und Ziele, die euch die Breitseite bieten, könnt ihr entsprechend somit gut behaken. So, jetzt ist vor uns die Fubuki aufgegangen.
Da zünden wir natürlich sofort unser Hydro, um die Torpedos hier frühzeitig zu erkennen und aufzudecken. Ich gehe mal davon aus, dass sie irgendwo noch Torpedos im Wasser gleich haben wird. Deswegen müssen wir mal gucken, dass wir hier unsere Breitseite nicht zu sehr zeigen, beziehungsweise schnell wegfahren können. Da kommen auch schon die Torpedos, aber das ist kein Problem für uns. Hier, die Fubuki versucht jetzt wieder wegzufahren, abzuhauen. Das müssen wir jetzt natürlich verhindern. Ihr seht, unsere Nachladezeit macht das gar nicht ganz so einfach. Eine letzte Salve kriegen wir ja noch raus. 3700 Platten stehen noch. Und es reicht aber trotzdem aus und die Fubuki ist raus aus dem Gefecht. Ganz wichtig, ein Zerstörer jeweils nur im Team von beiden Seiten und hier haben wir den gegnerischen schon rausgenommen. Wenn wir jetzt auf die Minimap aber gucken, dann haben wir hier einen Nachteil auf unserer Seite. Wir sehen nämlich, Algerie und Bujoni sind da oben ziemlich alleine unterwegs. Eine König hat sich jetzt irgendwo ganz, ganz weit hinten doch noch entschlossen, viel zu spät hier unsere Seite mit zu unterstützen. Die kann eigentlich nicht wirklich hier im Gefecht dienlich gerade sein. Wir haben uns hier ein bisschen jetzt hinter den Berg gemogelt, müssen uns aber aufpassen, da kommt eine Sinop und eine King George und wenn die uns hier richtig treffen, dann haben wir hier keinen Spaß mehr, weil dann wird es ganz schnell mal düster für die Surrey. Und das kann ich euch mal in einem folgenden kurzen Clip einmal demonstrieren und zeigen, nachdem wir hier die Surrey einmal mit AP behaken wollen. Mal gucken, ob wir da Schaden entsprechend machen. Ja, 6000, ihr seht es hier fünfmal durchgeschlagen. Das meine ich mit der starken AP. Und hier sind wir in ganz kurzen Clip drin. Ich wollte euch mal ganz kurz zeigen, hier die Bismarck, wie die wirklich eigentlich nur dreimal nachlädt, auf mich schießt und ich sofort weg bin. Ihr habt es eben gerade vielleicht noch kurz gesehen. Das war schon der erste schwere Treffer gewesen. Ich versuche hier wegzukiten und hier sehen wir klassisches Overmatch. Also es spielt hier keine Rolle, welche Panzerung ich letztendlich habe. Die Bismarck trifft mich eigentlich nur irgendwo und sofort hagelt es schwere Treffer. Ich versuche hier nochmal mich mit Torpedos zu wehren, schicke einfach mal ein paar in die Richtung. Bismarck ist natürlich auf mich fokussiert. Hier kommt die nächste AP-Salve von den vorderen Türmen. Ich versuche hier mal wegzudrehen und ihr seht 15.000 Schaden direkt wieder instant genommen. Reparaturmannschaft ist falls drinne und ich schaffe es hier aber nicht irgendwie Reichweite wieder aufzubauen und da kommt schon die nächste Salve und ich würde rausgenommen. Also für euch der Hinweis, immer auf eine gute Distanz zu Schlachtschiffen bleiben, gucken, dass ihr irgendwelche Deckung aufbauen könnt, mit dem Reichweitenflieger entsprechend arbeiten könnt oder wie hier hinter einer Insel herfahren könnt. So, ich schieße es mal mit der AP auf der Fidschi und da kommt die Furutaka rum. Mit der habe ich schon so ein bisschen gerechnet. Vorher, wie gesagt, auf die Minimap mal achten. Und die kriegt jetzt von uns auch eine AP-Salve ab. Und kann sich aber hier gerade mit 387 wirklich noch hier retten. Mal gucken, unser Secondary wird das wirklich jetzt hier, glaube ich, noch nicht regeln. Aber wir haben zum Glück jetzt gerade nachgeladen und die nächste Salve ist dann draußen. Furutaka hat natürlich Torpedos, müssen uns aufpassen, dass wir da jetzt nicht reinfahren und gleichzeitig zu sehr Breitseite für die anderen Schiffe da oben wieder zeigen. Fidschi und Sinop können jetzt mit AP auf uns schießen. Zum Glück nicht gut getroffen. Ich habe auch ein bisschen abgebremst, damit sie das Ziel ein bisschen schwerer haben. Und lassen wir jetzt erstmal hier kurz zugehen. Das haben wir nämlich jetzt geschafft. Ja, um erstmal wieder ein bisschen uns neu zu positionieren. Ganz wichtig. Nicht auf Biegen und Brechen hier immer versuchen zu schießen und ja, um ein bisschen Schaden zu machen und dafür aber schwere Treffer zu kassieren. Das wollen wir natürlich nicht. Hier die König, die hier mit hinten nachkommen und wir haben ja eine King George, die hier noch im Berg steht. Die haben wir jetzt hier leider noch nicht die ganze Zeit aufgemacht. Keine Ahnung, wo der jetzt gerade steckt, ob der da wirklich noch steht. Aber wir haben natürlich auch unsere Torpedos und können ja versuchen, wenn der da wirklich noch stehen sollte, den ein bisschen mit unseren Torpedos unter Druck zu setzen. Hier schießen wir wieder auf die König mit AP. Hat aber nicht wirklich was gebracht. Nämlich keinen Schaden. Nichtsdestotrotz können wir hier eine gute Feuerposition ausnutzen, indem die König Algerie, Bujoni und dann kommt noch die Laso auf den Gegner schießt. Und hier können wir wieder nochmal eine AP-Salve auf die Fidschi absetzen. Die kommt dann nämlich jetzt schön wieder Breitseite rein. Und hoffen wir doch mal, dass wir jetzt mal wieder einen richtig schönen Treffer landen. Und da haben wir die Vierfach-Zitadelle. Es waren wir eben, glaube ich, knapp 20.000 auf die Fidschi alleine gewesen. Und da haben wir auch schon die King George direkt vor uns. Und ich weiß nicht, auf was er gewartet hat, aber anscheinend hat er wirklich auf uns hier gewartet. Dreht hier die Türme zu uns. Und was wir jetzt machen können, wir können hier diese Insel, diese kleine Nische hier versuchen zu nutzen. Weil ihr seht wieder von vorne frontal rein in die Zitadelle. Das hat uns wieder ganz schön wehgetan. So, in der aktuellen Position können wir natürlich nicht viel machen und eigentlich nur versuchen hier zu überleben, indem die King George hier entweder zu lange braucht mit Nachladen oder uns einfach nicht mehr trifft. Deswegen mal ganz kurz mein Fazit zu diesem Schiff hier. Insgesamt muss ich sagen, es fährt sich wirklich schwerfällig.
Ja, besonders im Tier-9-Gefecht kommen die Schwächen wirklich ziemlich deutlich zum Tragen. Hiermit hielt uns einfach die kurze Reichweite doch extrem. Zudem hat man bei allen Gefechten irgendwie das Gefühl, angewinkelt auf größere Distanz. Ganz egal, ihr lebt immer relativ leicht schwere Treffer. Hier hilft natürlich der gute Heal, welcher euch dann halt diese 50% des Zitadellenschadens repariert. Und mit diesen ganzen Gadgets wie Einzelabwurftorpedos, Hydro, defensives Flakfeuer oder Reichweitenflieger und dem Heal hat man dem Kreuzer trotzdem ziemlich viele Hilfsmittel an die Hand gegeben, um hier doch über die Gefechte zu kommen und euren Schaden entsprechend zu machen und gute Runden abzuliefern. Trotzdem wird euch das nicht immer und nicht in jeder Runde gelingen. So, jetzt hier toppen wir gerade nochmal die King George oder hoffen wir, dass wir sie toppen können, weil das ist uns eigentlich die Möglichkeit, hier in dieser Runde nochmal Schaden zu machen, weil die King George ist das natürlich voll so auf uns drauf. Und wir versuchen hier nochmal mit der AP, machen nur 3700 Schaden. Leider 5 Durchschläge waren es hier gewesen. Aber die King George wird jetzt gleich mal auf uns schießen, genauso wie auch die Fiji. Und dann wird es für uns hier problematisch werden. Trotz einiger guten Runden, die ich hier mit der Cyber wirklich hatte, hatte ich immer das Gefühl, ich nehme nicht richtig viel Einfluss auf die Runden, obwohl hier auch hier der Schaden richtig gut ist und 3 Schiffe wurden rausgenommen. Das war mal wieder ein Gefecht gewesen, wo ich sage, Cyber hat hier richtig gut performt. Aber wie gesagt, nicht irgendwie richtig konstant genug, dass man sagt, ich hatte hier den kompletten Wohlfühlfaktor auf diesem Schiff. So, ich blende euch mal ganz kurz noch die Kapitänskillung ein. Ich hatte ja nur einen 10er Kapitän drauf. Das könnt ihr gerne so übernehmen oder für euch andere Skillung ausprobieren. Und dann ist das Gefecht hier an der Stelle auch beendet. Und wir kommen zu den Abschluss-Screenshots. Ich hoffe, das Gefecht hat euch gefallen. Wenn dem so ist, lasst gerne einen Daumen nach oben da, einen Kommentar oder abonniert unseren Kanal, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Und dann hören wir uns in der nächsten Folge wieder, wenn es heißt im Fokus. Bis dahin, macht's gut, auf Wiedersehen, euer Sikors-Team. Bis bald.